Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Berliner Verfassung garantiert das Grundrecht auf Wohnen. Sie untersagt zudem jeden Missbrauch wirtschaftlicher Macht in Artikel 24. Wohnen ist für alle existenziell. Wenn die Jagd auf Rendite den Wohnungsmarkt ergreift und das Grundrecht auf Wohnen unterminiert, dann ist die Zeit reif für eine Intervention. Die Aufgabe der Politik ist es, Grundrechte nicht nur auf dem Papier, sondern in der realen Welt durchzusetzen. Die Koalition stellt sich dieser Aufgabe. Berlin hat einen angespannten Wohnungsmarkt. Hinter diesem technischen Begriff verbirgt sich viel Angst, Not, Verdrängung und soziale Spaltung. Wir reden von Gentrifizierung. Vor mehr als 10 Jahren galt der Begriff als linksextrem und mancher geriet durch seine Verwendung ins Fadenkreuz des Staatsschutzes. Heute sieht das Bundesverfassungsgericht die Verhinderung von Gentrifizierung als öffentliche Aufgabe an. Die Spaltung der Stadt setzt sich von innen nach außen fort. Gierige Zocker haben nicht unerhebliche Teile des Wohnungsmarktes übernommen. Sie sehen die Stadt als Beute und missbrauchen vielfach ihre wirtschaftliche Macht. Die Mittelwerte des Mietspiegels erhöhten sich seit 2013 um 21,3%. Der Reallohnindex erhöhte sich jedoch nur um 11,4%. Die Mieten steigen wesentlich schneller als die Einkommen. Die Miete frisst Einkommen. Dieser Prozess unterliegt einer enormen Beschleunigung, da vor allem die Angebotsmieten ungebremst in die Höhe schnellen. Sie haben sich 2006 verdoppelt. Die Mietpreisbremse des Bundes hält diesen Prozess nicht auf. Sie ist völlig unzureichend. Auch der konsequente Einsatz der wenigen Instrumente des Landes bremste den Auftrieb leider nicht. Wir müssen und werden diesen Prozess stoppen, denn er reißt die Stadt auseinander, gefährdet das soziale Miteinander und unterminiert das öffentliche Interesse. Die Koalition wird daher mit dem Mietendeckel 4 wesentliche Stellschrauben in den Markt einziehen. Erstens, wir untersagen grundsätzlich für 5 Jahre Mietsteigerungen. Zweitens, wir entfernen die Falle der explodierenden Angebotsmieten. So werden Mietsteigerungen bei Neuvermietung unterbunden und es wird eine Mietobergrenze eingezogen. Drittens, wir begrenzen die Umlage bei Modernisierung, um den Anreiz zu nehmen, hier weiter Schindluder zu treiben. Viertens, wir schaffen die Möglichkeit, völlig überhöhte Mieten abzusenken. Bei all dem schützen wir Vermieter vor unzumutbaren Risiken durch eine ausgewogene Härtefallregelung. Wir haben dabei vor allem sozial verantwortliche Kleinvermieter im Blick. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Nein, danke. Keine Zwischenfrage. Wir brauchen die Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften und vor allem mit den Genossenschaften, mit denen wir konstruktiv im Gespräch bleiben wollen. Seit Monaten jammern und klagen organisierte Kreise von Eigentümern. Ja, es geht um viel Geld, das nicht mehr in ihre Taschen fließt, sondern beim Mieter verbleibt. Ja, das ist so gewollt, das ist Sinn und Zweck des Gesetzes. Der Mietendeckel ist keine Benefizveranstaltung für verarmte Mieter. Er ist der gebotene Eingriff des Sozialstaates, um der strukturellen Unwucht am Wohnungsmarkt Einhalt zu gebieten. Es ist völlig unangebracht, deswegen den Untergang des Abendlandes heraufzubeschwören oder hier so rumzuschreien. Wir verbieten nicht die Mieten. Wir verbieten nur die Anhebung der Miete für eine überschaubare Zeit. Wir stürzen auch nicht Vermieter in eine wirtschaftliche Notlage oder schmälern die Substanz ihres Eigentums. Wir schmälern nur den Gewinn, den sie daraus zielen. Es gibt kein Recht auf Rendite, aber es gibt eine Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Und wer dies aus dem Auge verloren hat, den führen wir mit dem Berliner Mietendeckel wieder auf den rechten Weg. Das öffentliche Agieren zahlreicher Unternehmen und ihrer Verbände ist unterirdisch. Sie verbreiten Panik, unhaltbare Prognosen über drohende Katastrophen, Beschimpfungen im Netz und erpresserische Ankündigungen. Aggressiver Immobilienlobbyismus pur, einfach nur schrill war das. Haus und Grund rief gar zu Mieterhöhungen auf. Man wähnte sich im falschen Film. Nun folgt eine Kundgebung.
Die Presse spielte bereits so viel Sand mit dem Motto, Mieten in Berlin sollen steigen. Naja, wir werden sehen. Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen... Nein, danke. Die Gegner des Mietendeckels versteigen sich so zu absurden Thesen. Die Wirtschaft breche ein. Wir erinnern uns an die Kampagne gegen das Mindestlohngesetz. Es führe die Wirtschaft in den Abgrund oder gar sei verfassungswidrig. Nichts dergleichen trat ein. Der Mietendeckel wird die Wirtschaft eher beleben, denn die Kaufkraft, es ist schön, dass Sie so viel Spaß haben, wird hier noch vergehen. Ja. Der Mietendeckel wird die Wirtschaft eher beleben, denn die Kaufkraft der Berliner wird sich erhöhen und unmittelbar hier in die Zirkulation fließen und nicht auf Konten internationaler Anleger. Es drohe der Untergang der Branche, die ja bekanntlich am Hungertuche nagt. Da lobe ich doch mal die Chefs der Deutschen Wohnen, was ich nicht oft mache. Die haben auf ihrer letzten Konferenz ihre Aktionäre beruhigt. Der größte Berliner Wohnungsanbieter hat durch den Mietendeckel in 5 Jahren 330 Millionen Euro Mindereinnahmen. Das ist für die Peanuts. Da steigt die Aktie eben etwas weniger. Die dickste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist die These, der Mietendeckel verhindere den Neubau. Jetzt können Sie wieder brüllen. Auch hier möchte ich die Branche selbst anführen. Der recht bekannte Bauunternehmer Klaus Groth präsentierte vor Tagen sein neues Projekt in Lichterfelde Süd. Das ist zwar umstritten, aber umstritten scheint nicht, dass es profitabel ist. Groth erklärte der Presse, der Mietendeckel berühre sein Bauvorhaben überhaupt nicht. Der größte Feind des Neubaus ist nicht der Mietendeckel, sondern der explodierende Bodenpreis. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Wer den Neubau ankurbeln will und insbesondere den preiswerten Neubau, das ist unser erklärtes Ziel, der muss die Bodenpreise senken. Wir werden uns diesem Feld zuwenden. Davon habe ich bei Ihnen von der Opposition noch gar nichts gehört zu diesem Thema. Der Feind des Neubaus ist nicht der Mietendeckel, sondern sind insbesondere auch die hohen Renditen, die mit dem Bestand erzielt werden. Von 2010 bis 2018 hat sich der Umsatz mit Immobilien, hier mehrheitlich für Wohnraum, von 8 Milliarden auf 17,3 Milliarden mehr als verdoppelt. Kaufen und Verkaufen schafft keine einzige Wohnung, sondern treibt nur deren Preis in die Höhe und infolgedessen die Mieten. Dieses Geschäftsmodell ist so überflüssig wie ein Kropf. Es schafft keinen realen Wert, sondern nur höhere Kosten für die Mieter. Sie zahlen die Gewinne aus dem Handel mit ihren Wohnungen. Man kann den Mietendeckel auch als eine Art Investitionslenkung ansehen, zugunsten des Neubaus. Der Mietendeckel hat Zähne und wird Wirkung zeigen. In Berlin, aber auch darüber hinaus. Was es zu beweisen galt, Politik kann handeln. Wir können im Interesse der Berliner Mieter regulierend in den Markt eingreifen. Es gibt eine Alternative zum Mietenwahnsinn. Klatschen Sie ruhig, Herr Chayab. Ja. Und vielleicht noch ein Wort zum Gutachten der CDU vom Institut der Wirtschaft in Köln. Das sagt ja nun voraus, die Maßnahmen der Koalition werden dazu führen, dass die Mieten sinken und auch die Immobilienpreise. Und ich würde sagen, schönen Dank, das war eine gute Nachricht, das hat uns sehr geholfen. Ansonsten können wir uns gleich auf dieses Wirtschaftswoodoo, wo es bestimmt nachgebetet wird, einstellen. Ein letztes, wir erfreuen uns in Berlin einer sehr quirligen und wehrhaften Mieterbewegung. Ihnen möchte ich hier danken. Sie versäumen wirklich keinen Anlass, die Politik an Ihrem Auftrag zu erinnern, offensichtlich mit viel Erfolg. So macht die Koalition jetzt Nägel mit Köpfen. Der Mietendeckel kommt. Vielen Dank.